könntest mir einfach einen blöden Tag verschönern. Charlotte, ich... Belassen wir es einfach dabei. Ach so, Sie wollen sich bewerben. Da haben Sie Glück, die Stelle als Zimmermädchen ist noch nicht neu besetzt. Genau, ich... Naja, ich würde mir meinen künftigen Arbeitsplatz gern ansehen, bevor ich... Also ich meine natürlich, sofern ich überhaupt eingestellt werde. Auf jeden Fall. Bist du nicht allein? Nein. Ich hab den tollsten Mann auf der ganzen Welt. Und dein Vater und ich lassen dich auch nicht im Stich. Würde ich denn auch noch mit Ihren Kollegen reden, bevor ich anfange? Kollegen? Herr Heinemann hat mir gesagt, es gibt noch zwei weitere Miteigentümer. Herr Saalfeld und Herr Stahl. Die ich ehrlich gesagt genauso gern kennenlernen würde wie Sie. Ich habe mich in dich verliebt. Warum sagst du das denn nicht gleich? Ich habe jetzt einen Plan. Aber dafür brauche ich dich. Mich? Wieso? Ich weiß jetzt, wie wir meine Mutter ein für alle Mal fertig machen können. Hilfst du mir? Bitte. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Also, du verlangst von mir, dass ich dich bei irgend so einem dubiosen Rachefeldzug unterstütze? Ich habe mir ganz genau überlegt, wie ich es mache. Nein, stopp, da mache ich nicht mit. Du weißt ganz genau, wo diese Intrigen hinführen. Luise, anders kommen wir meiner Mutter nicht bei. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Das stimmt nicht. Du gehst einfach zu ihr und sagst ihr die Wahrheit. Sag ihr klipp und klar, dass du akzeptierst, dass Sebastian und ich uns lieben. Dann nimmst du ihr das Video ab und der ganze Spuk hat ein Ende. Chill mir es. Du verschweigst mir was. Das noch mehr. Stimmt's? Luisa, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass wir meiner Mutter das Handwerk legen. Und je früher du mir hilfst, desto früher bekommst du das Video zurück. Also kann ich auf dich zählen. Vor Natascha versuche ich es nicht zu zeigen, was... Trotzdem ist es gut, dass du jetzt Bescheid weißt. Diese Hilflosigkeit, kann man denn gar nichts machen? Natascha, tut es gut, dass du da bist. Mehr als ihr die restliche Zeit so schön wie möglich zu gestalten, bleibt uns nicht. Gibt es denn in diesem Therapiezentrum in Florida nicht eine Möglichkeit, ihr Leben wenigstens zu verlängern? Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen, aber leider... Ich muss Schluss machen. Wir sehen uns morgen, Else. Und bitte grüß Natascha von mir. Mach's gut. Guten Flug. Was hast du denn alles eingekauft? Alles, was mein Herz begehrt. So, das duftet lecker. Ja, das ist eine bayerische Spezialität. Die habe ich mir viel zu lange verkniffen. Leberkäs, Sommi. Das ist die sogenannte Currywurst des Südens. Das ging gut. Für mich nur ein Brötchen, bitte. Sicher? Ja, du weißt doch meinen Magen. Übrigens, Michael hat angerufen. Er fliegt heute Abend und kommt morgen früh in München an. Er lässt sich ganz lieb grüßen.
Dankeschön. Du, lass uns essen, ja? Bevor es kalt wird. Also, guten Appetit. Ach, lass mal. Ich mach das für dich, ja? Dankeschön. Ich habe mit Michael über die Sterbehilfe gesprochen. Oh, es geht mir einfach nicht aus dem Kopf, dass du ihn darum gebeten hast. Letztlich hat er freiwillig zugestimmt, mich vor unnötigem Leiden zu bewahren. Trotzdem hat er die gleichen Bedenken wie ich. Und er hat auch zugegeben, dass er nicht weiß, ob es über sich bringt, wenn es soweit ist. Du hast wirklich ein unnachahmliches Talent für das richtige Timing. Hättest du nicht warten können, bis wir das jetzt hier gegessen haben? Deine Mutter wird Sebastian weiterhin damit drohen, den Diebstahl auffliegen zu lassen. Und Pauls Therapie wird auf den letzten Metern scheitern. Kannst du das wirklich wollen? Natürlich nicht. Dann komm mit mir. Bremst Beatrice ein, anstatt dir irgendwelche Intrigen einfallen zu lassen. Luisa, wenn das Ganze so einfach wäre, dann würde ich dich nicht um deine Hilfe bitten. Was ist dein Plan? Ich muss erst wissen, ob du mitmachst. Wie soll ich das, wenn ich keine Ahnung habe, was das alles für Konsequenzen hat? Ich habe jetzt kapiert, dass du Sebastian liebst. Und ich will einfach wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Aber wie soll ich dir glauben, wenn du mir nicht mehr verraten kannst, an was du dich noch erinnerst? Was anscheinend so schwerwiegend ist, dass du dich hier im Schilf versteckst. Es ist egal, was ich tue. Ich muss wissen, ob ich auf dich zählen kann. Nein. Wenn du mir nicht konkret sagen kannst, was du vorhast, dann kann ich dir nicht helfen. Okay. Dann zieh ich es alleine durch. Aber versprich mir wenigstens, dass du niemandem von diesem Gespräch erzählst. Vor allem nicht meiner Mutter. Lassen. Immer und überall musst du dich einmischen. Setz dich wieder hin und lass uns essen. Nein, mir ist der Appetit nämlich gerade vergangen. Ich werde nicht hilflos sabbernd daliegen und dahin vegetieren. Auf gar keinen Fall. Da sind Michael und ich uns nämlich einig. Isst man das jetzt mit Senf oder Ketchup? Mama, jetzt lenk nicht ab. Es ist mein Leben. Und ich bestimme, wann und wie es zu Ende geht. Nix sagen soll. Ich wollte nur, dass du ein ganzes Leben vor dir hast. Ich fahre morgen nach Hamburg und erzähl Vater alles. Ich bin so froh, dass ich euch habe. Mama, lass uns nie wieder streiten. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn ich nicht nach Hause gekommen wäre? Dann wäre ich ins Hotel zurückgegangen. Und vermutlich später wiedergekommen. Ich muss zurück ins Hotel. Danke. Ah.
kennt dich doch jeder. Und ich habe heute frei? Ja, und ich habe jede Menge Arbeit und das geht nicht. Ach komm, auf die halbe Stunde kommst du jetzt auch nicht mehr an, oder? Was verschweigt David mir nur? Er will es mir nicht sagen. Um mich zu schützen? Um sich zu schützen? Und dann noch sein mysteriöser Plan. Hätte ich mehr insistieren müssen, was er vorhat? Gebracht hätte es wohl nichts, solange ich nicht bereit bin, seine Komplizin zu sein. Es muss furchtbar sein, wenn einem klar wird, man war nicht der Mensch, für den man sich gehalten hat. Aber jetzt hat David die Chance, sich zu ändern. Er muss sich jetzt nur Beatrice stellen. Sag mal, sollen wir nicht heute noch was Schönes unternehmen? Ach, wie wär's mit Segeln? Das stand doch auf deiner Liste, oder? Da mit den Segelhissen? Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Boot mieten können, weil die meisten sind doch noch gar nicht zu Wasser gelassen. Ja, fürs Treiben lassen auf dem See ist es ja auch noch zu früh. Komm doch mit nach Hamburg. Da kann man jetzt schon segeln. Das lieb. Aber morgen kommt doch Michael. Ach so, ja. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch spazieren gehen. Ihr habt doch so wunderschöne Almwiesen. Es wird uns doch was Aufregenderes einfallen. Ja, angeln machen wir ja schon. Ich sprach von aufregenden Dingen. Sag mal, gibt es nichts, was du dein ganzes Leben lang schon machen wolltest, dich aber nie getraut hast? Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber... Na los, raus damit. Wir sind unter uns. Ich würde gern mal ins Biercasino gehen. Was denn das? Spaghetti, Fantasia e Amore. Eine Eigenkreation. Und was ist da drin? Alles, was der Kühlschrank hergab, mit viel Liebe gekocht. Schmeckt wunderbar. Setz dich. Danke. Nils. Lass es uns langsam angehen, ja? Wir beide nicht gleich nach Las Vegas durch? Es muss nicht gleich jeder erfahren, dass wir... eine Affäre haben? Dann treffen wir uns eben heimlich. Wäre das für dich okay? Wenn du dich damit wohler fühlst, klar. Hallo? Ein Taxi bitte von Bichelheim nach Garmisch. Moment. Mama, wie siehst du denn aus? Ja, wie immer. Ja, eben. Entschuldigung, ich melde mich später nochmal. Ich muss hier erstmal ein kleines Problemchen lösen. Mama, wir gehen nicht ins Bauerntheater, sondern ins Spielcasino. Also da muss schon ein bisschen was Eleganteres her. Das ist doch Unsinn. Nein, im Casino kommt es nicht darauf an, wie viel Geld du hast, sondern nach wie viel du aussiehst. Ach, wir spielen doch gar nicht um Geld. Wir wollen doch nur die Atmosphäre genießen. Natürlich spielen wir beide um Geld. Und wir werden gewinnen. Also wenn, dann komme ich für meinen Einsatz schon selber auf. Gut, wir wollen doch so richtig Spaß haben.
Du musst mir versprechen, hoch und heilig, Vater nichts davon zu sagen. Der hat nämlich dafür überhaupt kein Verständnis. Das kann ich mir vorstellen. Else, du verjuckst unser sauer verdientes Geld für so einen Tünkram. Meine Lippen sind versiegelt, ich werde nichts sagen. Aber trotzdem müssen wir für dich irgendwas Eleganteres finden. Ja, aber ich hab doch nicht viel mit und was richtig Schickes schon gar nicht. Wer hätte gedacht, dass wir beide mal zusammen ins Casino gehen, ha? Komm, da oben finden wir schon das Richtige für dich. Ah, mein Schatz. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Macht doch gar nichts. Paul wollte noch ein Eis essen und kam nicht weg. Geht's ihm besser? Ja, jeden Tag. Danke. Aber jetzt erzähl mal. Konntest du David davon überzeugen, zurückzukommen? Seine Mutter das Video abzunehmen? Er hat sich in den Kopf gesetzt, sich an Beatrice zu rächen. Wie bitte? Ja. Was hat er vor? Er wollte es mir nicht verraten. Nur wenn ich mit ihm an einem Strang ziehe. Er will zu seiner Komplizin machen? Ja, das hat er natürlich abgelehnt. Und trotzdem alles versucht rauszukriegen, aber keine Chance. Das ist doch völlig absurd. Letztlich hat er mich stehen gelassen und gesagt, er ziehe es jetzt alleine durch. Na gut, dann wird er uns nicht helfen. Ich glaube eher, dass er selber Hilfe braucht. Ja, oder ist eine Masche von ihm? Dass er vor dir gut dasteht, wenn er seine Mutter zur Strecke gebracht hat? Das ist Unsinn. Ich will mir einfach nur einen Reim daraus machen. Wunderbar. Christian stellt gleich mal noch eine Flasche desselben Jahrgangs kalt, ja? Eine reicht doch. Nein, Mama! Wir haben heute was zu feiern. Auf deine Gewinne. Ja, ich habe noch nie beim Roulette gewonnen. Ja, und dann gleich so viel. Mhm. Mein Gott, du hast mir Glück gebracht. Hätte ich das nur früher geahnt, was hätten wir für Kohle scheffeln können? Ja, und wie entschlossen du deinen Einsatz gemacht hast und dann im richtigen Moment aufgehört hast. Mhm. Mama, mir geht's blendend. Einen schönen guten Abend, die Damen. Oh, Werner, möchtest du etwas mit uns feiern? Ja, wir waren im Casino. Und ich habe gewonnen. 1.000 Euro. Ja, gratuliere. Ja, setz dich. Christian, komm, bring doch noch mal ein Gläschen für meinen Schwager. Kommt sofort. Oh, lala, gleich unseren Jahrgang Champagner. Ja, Fortuna ist auf den letzten Metern zu mir zurückgekehrt. Ich mach das schon. So. Danke. Ja, das ist doch ein gutes Zeichen, nicht? Ja, das Leben will dir noch mal zeigen, dass es sich lohnt, stark zu bleiben, auch wenn es düster aussieht. Ja, darauf trinken wir doch. Dass dieser Typ nicht einmal etwas Vernünftiges tun kann. Das hätte mich auch gewundert. Es ist schon komisch, dass er ausgerechnet dann seine Erinnerung zurückgewinnt, als Luise ihm klarmacht, dass er keine Chance mehr bei ihr hat. Das musst du zugeben. Die Amnesie war nicht gespielt. Luisa meinte, er war völlig geschockt, als er sich daran erinnert hat, was für ein Betrüger er war. Sebastian, er liebt sie und will sie zurück. Das wird ihm nicht gelingen. Was darf ich Ihnen bringen? Eine heiße Schokolade, bitte. Gerne. Er hat Luisa versprochen, dass er seine Mutter das Video abnimmt. Ja, aber jetzt versteckt er sich irgendwo und brütet geheimnisvolle Pläne aus. Ja, genau davon müssen wir ihn abhalten. Ich halte es für einen Fehler, ihm zu vertrauen. Isabel, er ist der Schlüssel zu dieser ganzen Erpressung. Jetzt pass mal auf. Mir ist es völlig egal, was da sonst noch zwischen Mutter und Sohn abläuft. Das einzig Wichtige ist, dass die Hofer die Klappe hält und niemandem erzählt, dass du das Geld für die Therapie gestohlen hast. Was los? Im Rosenzimmer ist Gala-Dinner. Später.
Oh nein. Ist schon wieder leer? Huch, ich glaube, die Flasche hat ein Loch. Christian, sag mal, hast du noch eine dritte Flasche für uns drei Hübschen? Ja. Wunderbar. Her damit. Nur Champagner und nichts essen, das ist keine gute Idee. Mama, darf ich dich daran erinnern, dass ich heute 2 Leberkässemmeln hatte? Das sind so viele Kalorien. Reicht locker bis zu meinem Tod. Der Alkohol ist nicht gut für dich, Natascha. Ich denke, wir sollten gehen. Kannst du uns ein Taxi rufen, bitte? Ich fahre euch. Nein, ich will weiter feiern. Du hast genug gefeiert. Außerdem bin ich müde. Werner, du etwa auch? Natascha, morgen ist auch noch ein Tag. Ach, wer weiß denn, ob ich morgen überhaupt noch erlebe? Aber ein guter Satz, ja. Ich werde niemals alt, hässlich und faltig. Und wisst ihr was? Darauf trinke ich jetzt. Das Chateaubriand hat Ihnen nicht geschmeckt? Wer behauptet sowas? Sie haben es gar nicht angerührt. André, mir ist heute einfach ein bisschen mehr nach Champagner. Wollen Sie auch ein Gläschen? Christian, die Flasche geht zurück. Christian, die Flasche bleibt hier. Wir können unseren lieber Bürgermeister und Chefkoch doch nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Huch! Oh, oh. Da schau her, das ist mal ganz alte Schule. Ein richtiger Gentleman, mein lieber Herr Schwager. Sehr schön. Wir müssen eine Belohnung aussetzen für Hinweise, die helfen, David zu finden. Hallo, Charlotte. Hallo. Schenkst du mir bitte ein Glas Wasser ein? Ja. Wir hätten längst die Polizei einschalten müssen. Wenn deine Tochter sich nicht so dagegen sperren würde, David für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Vielleicht bauschen wir das Ganze auch zu sehr auf. Wie bitte? Mein Sohn ist seit Tagen verschwunden. Ich schlafe kaum noch. Ich mache mir die größten Sorgen. David hat Liebeskummer. Der wird doch erst recht sauer, wenn wir die Polizei nach ihm suchen lassen. Du hast nicht zufälligerweise was von ihm gehört, Charlotte? Charlotte? Was? Worum geht's? Dein Neffe scheint dich ja ganz besonders zu interessieren. Beatrice, ich kann verstehen... Bitte erspar mir dein falsches Mitgefühl. Ich habe ohnehin schon Kopfschmerzen. Ich gehe ins Bett. Beatrice, jetzt... Ich habe einfach immer nur auf Rot gesetzt. Ja, das ist ganz schön riskant. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, André. Auch wissen Sie was, vielleicht spende ich auch was für Ihren Museumsbau. Peter, schauen Sie mal bitte mal. Natascha, Vorsicht, mein Wagen vorher. Mama, hast du die Champagnerflasche eingesteckt? Sobald wir zu Hause sind, gehst du ins Bett. Sag mal, wie redest du denn mit mir? Ich bin doch kein Kind mehr. Was suchen Sie denn? Mein Handy. Moment. Danke. Mal kurz weg da. Hier ist die Mailbox von Dr. Michael Niederbühl. Nachricht bitte nach dem Signalton. Hallo, mein Schatz. Sag mal, sitzt du schon im Flieger? Also, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ich habe 1.000 Euro beim Roulette gewonnen. Ich wollte der Mama vererben, aber die will nicht. Kein Problem. Ich habe nämlich eine andere Idee. Du baust mir davon ein kleines Mausoleumchen aus Marmor. Mit Engeln. Und allem drum und dran. Du musst nur aufpassen, dass es groß genug ist, damit du auch noch reinpasst. Es sei denn, du hast irgendwann eine andere Frau. Wenn ich nicht mehr bin.
liebe dich, Michael. Solange ich lebe. Das war ja Gedanken über... Na, du hast sehr gute Laune. Ich will nicht lang stören, ich wollte nur fragen, ob du irgendwas von David gehört hast. Bei mir hat er sich nicht gemeldet. Bei dir? Wahrscheinlich braucht er einfach nur Zeit für sich, weil er verarbeiten muss, dass die Ehe zwischen ihm und Luisa wirklich vorbei ist. Die Zeit sollten wir ihm auch geben. Störe ich gerade eigentlich? Oh nein, Charlotte ist leider schon weg. Möchtest du was zu essen? Gibt noch genug. Mm-mm. Lass mal. Das heißt, du und Charlotte, ihr konntet euer Date dann endlich nachholen? Kann man so sagen, ja. Mm-hmm. Und wie war's? Gab's noch mehr Küsse? Wir sind jetzt einfach nur wieder gute Freunde. Da ist nichts. Kind zu verlieren, ist das Schrecklichste, was einem passieren kann. Da gibt's doch gar keinen Trost. Ihr braucht mich nicht zu trösten. Schläft Natascha? Mit dem vielen Champagner, kein Wunder. Würde es dir was ausmachen, heute hier zu übernachten? Mein Zug geht doch morgen sehr früh und in ihrem Zustand, es wäre nicht gut, wenn sie allein ist, wenn sie aufwacht. Kein Problem, Else. Ich schlafe hier auf der Couch. Okay, ich gehe dann mal. Also, auf Wiedersehen und gute Heimreise. Ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen. Ich hatte doch keine Ahnung, dass Sie sich auch um meine Tochter kümmern, während Michael mir gestern ja Ihnen eine Affäre zu unterstellen, das war schon ziemlich dumm. Das muss ja auch ziemlich komisch auf Sie gewirkt haben, dass ein fremder Mann ein- und ausgeht. Aber Natascha kann froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Ah, so früh schon auf den Beinen? Ich wollte gerade zu den Sonnenmilchers joggen. Ich konnte nicht schlafen. Ich auch nicht. Musstest du noch lange arbeiten gestern? Das Gala-Dinner im Rosenzimmer? Hm. Hättest du was gesagt, wäre ich nur vorbeigekommen. Ich hab mal über alles nachgedacht. Wir müssen noch mal zu David. Ihn von seinem Racheplan abbringen. Hat mir den gleichen Gedanken. Ja, also wenn er sich wirklich geändert hat, dann kann er das nur beweisen, indem er mit uns hierher kommt. Ja. Pass auf, ich rufe ihn einfach gleich noch mal an. Hoffentlich geht er ran. David, bist du hier? Wir müssen reden. Bitte! Guten Morgen. Was machen Sie so früh schon hier? Sie suchen nicht zufällig meinen Sohn, Frau Raspe? Ich gehe spazieren, ist das verboten? Um diese Zeit? Später bin ich bei Paul im Krankenhaus. Sie kümmern sich besser um Ihren Sohn und lassen meinen in Frieden. Lassen.
Paul endlich in Ruhe. Aus David und Luisa wird kein Paar mehr und daran wird sich auch nichts ändern. Auch wenn sie Sebastian weiter erpressen. Und das ist ganz alleine ihre Schuld. Sie haben es nicht geschafft, ihren Mann zurückzugewinnen. Und jetzt irrt David irgendwo herum und verliert langsam aber sicher den Verstand. Herr Konopka, haben Sie bitte einen Moment. Was gibt's denn? Gleich ist Bürgersprechstunde. Der Menüplan für morgen ist noch nicht fertig. Und der Fischhändler wartet auf Order. Wann kommt denn eigentlich Ihre Frau zurück? Genau darum geht's. Ich soll Ihnen ausrichten, es wird noch ein paar Tage dauern. Oh nein. Und der Schwiegersohn, kommt er nun nach Bietigheim oder nicht? Ja, weil der will mit seiner Familie unbedingt in London bleiben. Also so viel steht fest. Obwohl er pleite ist? Anscheinend nicht ganz. Und er hofft, dass er seine Firma doch noch retten kann. Dabei könnte Bürgerbräu einen Geschäftsführer gebrauchen. Ach, sind Sie jetzt doch so angetan davon? Ja, auch ich bin ab und zu einsichtig. Ja, als Bürgermeister und Chefkoch bin ich gerade sehr angespannt. Und da kommt Bürgerbräu ein bisschen kurz. Ich glaube, wir sollten uns dringend einmal zusammensetzen. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Heinemann. Ich will Ihnen ja die gute Laune nicht gleich verderben, aber der Herr Glatzek aus der Sissi Suite hat ganz spontan um ein ausgedehntes Personaltraining gebeten. Dann bekommt er eins. Ist doch kein Problem. Es wird eins. Darauf können Sie sich verlassen. Der gibt garantiert jedes Essen wieder zurück, obwohl er wohlgemerkt die Hälfte davon gegessen hat, weil ihm irgendetwas nicht schmeckt, in der Hoffnung, er bekommt ein neues, dass es er nicht bezahlen muss. Ja, aber dass er dann komplett auf ist. Ja, genau. Also viel Spaß mit ihm. Wundere dich nicht, wenn er plötzlich Rückenschmerzen nach deiner Behandlung bekommt und gratis eine Massage verlangt. Dann bekommt er eine. Kein Problem. Was ist denn mit ihm los? Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Frühlingsgefühle. Schöner könnte der Morgen gar nicht beginnen. Aber wenn ich das sehe, geht's. Gefahr gebannt. Sag jetzt nichts, Mama. Ich weiß, ich hab's übertrieben. Haben wir noch frischen O-Saft? Steht im Kühlschrank. Werner, ja, was machst du denn hier und wo ist meine Mutter? Die sitzt im Zug nach Hamburg. Ob du gut geschlafen hast, brauche ich ja wohl nicht zu fragen. Oh. Elsa hat noch Frühstück gemacht. Die Pfannkuchen sind ausgezeichnet. Ach Gott, jetzt konnte ich mich noch nicht mal mehr von ihr verabschieden. Oh. War sie sehr sauer auf mich? Wieso sollte sie? Weil ich mich gestern Abend total daneben benommen habe. Mein Gott, aber du hast ein bisschen über die Stränge geschlagen. Das nimmt dir doch keiner übel. Weißt du, was das Gute am Todkranksein ist? Man muss kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Komm, setz dich. Oh, Werner. Was ist? Mir ist nicht gut. Meine Beine. Ah. Natascha! Ah. Mein Gott. Mama, ich kann jetzt nicht. Na, in dem Hotel. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich mach das jetzt. Bis später. Grüß Gott, Frau Morgenstern. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo, Herr Sonnbichler.
Ich wollte mich nur noch mal bedanken, dass Sie die Führung durch das Hotel für mich organisiert haben. Es ist schade, dass das mit der Stelle nicht geklappt hat. Ach, macht nichts. Was? Naja, ehrlich gesagt wollte ich nie als Zimmermädchen anfangen. Ach so? Warum sind Sie dann überhaupt hergekommen? Eigentlich wollte ich nur mit Herrn Saalfeld sprechen. Und als Sie dann gleich dachten, ich wäre wegen der freien Stelle hier. Und warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Naja, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er die Vorstellungsgespräche macht. Und stattdessen war sie dann seine Ex-Frau. Könnten Sie mir vielleicht jetzt einen Termin bei ihm machen? Das tut mir leid, Herr Saalfeld. Ist im Moment gar nicht im Haus. Dann brauche ich einen Termin bei Herrn Stahl. Worum geht's denn, wenn ich fragen darf? Um eine sehr private Angelegenheit. Soll ich den Neurologen anrufen? Der kann mir auch nicht mehr helfen. Naja, vielleicht ist er nur. Ist er nur ein Nerv eingeklemmt. Netter Versuch. Kein Arzt, Werner. Vor ein paar Tagen war das ja auch schon so, dass ich meine Beine nicht mehr gespürt habe. Naja, Gott, du hast im Krankenhaus neue Medikamente verschrieben bekommen. Vielleicht hast du die vergessen zu nehmen. Die wirken nicht mehr. Das heißt, die Krankheit schreitet voran. Die Ärzte haben gesagt, wenn die Lähmung wieder zurückkommt, dann ist das kein gutes Zeichen. So, dann bringst du mich jetzt am besten mal ins Krankenhaus. Hm? Soll ich rangehen? Das ist Michael. Er wird schon früh genug erfahren, was los ist. Für Natascha Schweizer, bitte nachdenken. Hallo, mein Schatz. Wo steckst du? Ich bin gerade in München gelandet und habe deine Nachricht von letzter Nacht gehört. Ist alles in Ordnung? Bitte, ich mache mir Sorgen. Melde dich. Ja, klar können wir bald mal zusammen zum See. Was, Tretboot fahren? Na ja, gut, jetzt ist noch ein bisschen kalt, aber im Sommer geht das bestimmt. Versprochen. Ja, wir sehen uns später, mein Schatz. Ich drück dich, dicker Kuss. Mua. Frau Raspe? Herr Hofer? Nicht erschrecken. Und keine Angst, ich bin nicht verrückt, obwohl meine Mutter das behauptet. Sie sucht sie überall. Ich weiß. Ich habe ihr Gespräch mitbekommen. Sie dürfen meiner Mutter nicht glauben. Sie verbreitet Lügen über mich, weil sie unter keinen Umständen will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wie? Dann können Sie sich wirklich an alles erinnern? Ja, das kann ich. Und deswegen kann ich Ihnen auch dabei helfen, Ihren Sohn aus der Schusslinie zu nehmen. Und was ist mit Ihnen und Luisa? Deswegen veranstaltet Ihre Mutter doch diesen ganzen Wahnsinn. Ich weiß, dass aus Luisa und mir kein Paar mehr wird. Aber ich kann dafür sorgen, dass Ihr Sohn in Ruhe gesund wird. Dafür müssen Sie aber etwas für mich tun. Wie sollte das denn aussehen? Sie müssen mir dabei helfen, meinen Selbstmord vorzutäuschen.
Und? Tut mir leid, der Herr Stahl hat keine Zeit für Sie. Er hat einen wichtigen Telefontermin. Na, dann warte ich. Frau Morgenstern, wenn Sie mal sagen könnten, worum es geht, dann wird sich der Herr Stahl eventuell heute Nachmittag Zeit für Sie nehmen. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, Herr Sonnbichler, aber das muss ich wirklich mit ihm persönlich besprechen. Ach, Frau Morgenstern, was machen Sie denn hier? Ich habe Ihnen doch erklärt, warum wir Sie leider als Zimmermädchen nicht einstellen können. Ach, das ist schon okay, Frau Saalfeld. Die Frau Morgenstern hätte gerne einen Termin beim Herrn Stahl. Ach, weswegen? Weil wir Sie als überqualifiziert ablehnen mussten? Ach nein, damit hat das überhaupt nichts zu tun, ehrlich. Ja, sondern? Naja, ich suche meinen Großvater. Und nach allem, was ich weiß, ist das entweder Herr Saalfeld oder Herr Stahl. Du hast gestern Abend einfach ein bisschen viel getrunken. Das wird schon wieder. Wir wissen beide, dass das nicht der Grund ist. Ich werde sterben, Werner. Ah, Natascha, das ist leider das Los aller. Du darfst trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Die Medikamente, die helfen doch gar nicht. Die verlängern einfach nur mein Leiden. Oh, das ist dein Mann. Ach. Hey, Honey. Endlich. Wo bist du denn? Ich stehe hier in der Wohnung vor einem verlassenen Frühstückstisch. Ja, den hat meine Mutter gedeckt. Werner fand die Pfannkuchen ganz großartig. Die schmecken bestimmt auch kalt. Geht es dir gut? Wenn ich deine Stimme höre, immer. Natascha, was ist hier los? Wo bist du? In der Klinik. Ich bin gleich bei dir. Tschüss. Und Sie meinen, Ihre Mutter hört auf, Sebastian zu erpressen, wenn sie glaubt, sie seien tot? Meine Mutter wollte damit nur bezwecken, dass ich glaube, sie würde mich lieben und alles für mich tun. Und deswegen hat sie mit allen Mitteln versucht, Luisa und sie wieder zusammenzubringen. Richtig. In der Hoffnung, dass wenn ich mich wieder an alles erinnere, was sie getan hat, ich ihr verzeihe, nur weil ich wieder mit meiner großen Liebe zusammen bin. Und jetzt, wo Luisa mit Sebastian wieder zusammen ist, fällt diese Option weg. Und meine Mutter ist in Panik. Ich bin jetzt ihre größte Gefahr. Und deswegen verbreitet sie überall, dass sie den Verstand verloren haben? Sie würde mich am liebsten in der Klapse sehen, weil ich ihr dann nicht mehr gefährlich werden kann. Verstehen Sie jetzt, warum mein Tod eine Erleichterung für Sie wäre? Ja, oder sie dreht erst recht durch, weil sie durch ihre ganzen Intrigen ihren Sohn verloren hat. Was, wenn sie Sebastian dann erst recht anzeigt? Dann könnte sie ihre Beziehung zu Friedrich Stahl endgültig vergessen. Und bei ihrer Vorgeschichte müsste sie in den Knast. Und das für mehr als nur 1 bis 2 Jahre. Also, wenn man sie so reden hört, dann muss sie ihre Mutter mehr auf dem Kerbholz haben. Mehr als Sebastians Erpressung und diese Sache mit dem Testament. Sie dürfen meine Mutter nicht unterschätzen. Sie kann äußerst skrupellos sein. Das muss ein Ende haben. Man könnte fast meinen, sie hätte ihnen persönlich was angetan. Mir tut das alles sehr leid, was passiert ist. Und jetzt, wo ich mich wieder erinnern kann, will ich wenigstens ein bisschen wieder gut machen. Obwohl Sie Sebastian überhaupt nicht leiden können? Nach dem, was Luisa, Sie und Ihr Sohn durchgemacht haben, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Okay, also nehmen wir an, ich bezeuge Ihren Selbstmord. Das Video, das haben wir dann trotzdem noch nicht. Das Video nützt Beatrice dann nichts mehr. Und mit ein bisschen Druck rückt sie das schon raus. Also, machen Sie mit.
möchte ja nicht, dass Michael einen Schock bekommt, wenn er mich mal wieder sieht. Du siehst gut aus. Du bist ein schlechter Lügner, Werner. Oh, höre ich dein Fünkchen Humor? So gefällst du mir schon viel besser. Fertig. Ja. Ach, da. Natascha, Natascha. Ach, mein Schatz. Natascha. Oh Gott. Ich kann dir gar nichts sagen, weil sie echt dich vermisst hat. Und ich dich, mein Schatz. Wie schade, dass deine Florida-Mission einfach nicht von Erfolg gekrönt war. Ja, ich dachte auch. Hoffentlich ist das. Weißt du was, mein Schatz? Klinik, ich habe momentan kaum mehr Gefühl im Arm und gerade auch nicht in den Beinen. Weißt du, ich glaube, mir geht's gerade nicht so besonders. Natascha, hör mir zu. Das könnte sich vielleicht bald ändern. Ja, weil du jetzt da bist. Ich habe im Hals drum eine alte Kollegin getroffen, ganz zufällig. Sie arbeitet in einem Forschungslabor für diesen Pharmakonzern in der Schweiz und sie arbeiten seit Jahren an einem Mittel gegen Nueva Sklerose. Sie haben ganz erste Erfolge. Das heißt vielleicht... Du könntest vielleicht geheilt werden, Natascha. Oh Gott! Oh Gott! Wie kommen Sie denn überhaupt drauf, dass der Herr Stahl oder der Herr Saalfeld Ihr Großvater sein könnte? Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich ihn hier finde. Sie wurde adoptiert. Und wer sagt uns, dass das jetzt nicht auch wieder ein vorgeschobener Grund ist, um... Ja, denken Sie, ich bin gemeingefährlich oder geisteskrank. Na ja, er lebt so einiges im Laufe der Jahre. Als du ihn zuletzt gesehen hast, was hat er da gesagt? Dass er einen Plan hat. Einen Plan? Und worum geht's da? Um dich. Und ich fürchte, er hat nichts Gutes vor. Kommen Sie mit. Wohin denn? Ich zeige Ihnen den Ort, wo mein Selbstmord stattfinden soll.